Noch nie davon gehört. Besser so, glaubt es mir. Aber da fällt mir etwas ein. Habt ihr vielleicht Interesse daran, mich bei meinen Ermittlungen zu unterstützen? Ja, natürlich. Sehr gut. Also hört zu. Ich habe einen Hinweis bekommen, nachdem es in Mirana einen Bäcker gibt, der die besagten Morduspilze in seine Backwaren verarbeitet. Bisher konnten wir ihn noch nicht überführen, da wir keine Beweise haben. Er scheint auch immer neue Lieferanten zu nutzen und die Ware zu verteilen, sodass wir nie einen Lieferanten erwischen konnten. Ich möchte, dass ihr euch in der Bäckerei in Mirana umschaut, ob ihr Morduspilze finden könnt. Aber macht es unauffällig, damit der Bäcker keinen Verdacht schöpft. Solltet ihr Pilze finden, er kommt sofort her und erstattet mir Bericht. Ich werde den Bäcker dann mit meinen Männern gefangen nehmen und zu uns ins Gefängnis stecken. Alles klar. Na gut, dann macht euch mal an die Arbeit. Schaut mal, was hier in den Mehlsäcken ist. Damit haben wir wohl den nötigen Beweis für Inspektor Denton. Okay, zurück nach Rinnick. Habt ihr schon einen Hinweis gefunden? Ja, wir haben welche gefunden. Ihr solltet ihn jetzt verhaften. Ich hab's doch gewusst. Woher hat er sie versteckt? In den Mehlsäcken, neben den Öfen. Alles klar, den Kerl schnappen wir uns. Ich danke euch für eure großartige Hilfe. Als Belohnung gebe ich euch diese feine Rüstung. Einer der Gefangenen trug sie, aber der braucht sie wohl jetzt nicht mehr. Von uns trägt auch keiner so eine Art von Rüstung, aber ihr seid solcher Rüstung wohl nicht abgeneigt. Also, hier ist sie. Und natürlich noch die obligatorische Fangprämie. Danke. Die ist verschlossen. Dienstlich benutzen. Moment, das habe ich gleich. Die ist verschlossen. Dienstlich benutzen. Moment, das habe ich gleich. So, geschafft. Die ist aber leider unbrauchbar geworden. Danke, dass ihr mich befreit habt. Diese dummen Wachen hier begreifen gar nichts. Die Welt hat sich verändert. Da war ein weißes Licht und dann war alles anders. Melzahn ist komplett zerstört. Es gab kaum Überlebende. Meine Frau, mein Kind und ich sind losgezogen, um Hilfe zu holen. Dann wurden wir von diesem Inspektor und seinen Männern verhaftet. Unglaublich, wie ignorant und starke wie diese Idioten sind. Keine Sorge, wir glauben dir. Ah, endlich mal jemand mit Verstand. Also, wie gesagt, Melzahn ist völlig zerstört. Ob es jetzt noch Überlebende gibt, bezweifle ich. Aber immerhin habt ihr mich befreit. Ich werde mit meiner Frau und meinem Kind nun vorerst ein neues Zuhause suchen müssen. Also, wenn ihr euch nützlich machen könnt, habe ich da was für euch. Kenne ich euch da rein nicht irgendwo her? Nein, eigentlich nicht. Na gut. Aber um auf euer Angebot zurückzukommen. Ich habe zusammen mit meiner Frau damals einen Rüstungsladen geführt. Vielleicht kann ich euch damit irgendwie helfen. Ach. Das klingt ja wie in alten Zeiten. Du hast nicht zufällig Lust, einen neuen Laden aufzubauen. In meinem Schloss ist genug Platz. Schloss? Ihr habt ein Schloss? Ja, es stand sogar mal ganz in der Nähe von Melzahn. Euch gehört das Schloss der Eldanes? Heute nenne ich es zwar nicht mehr so, aber ja, es gehört mir. Danke für das tolle Angebot. Das nehme ich natürlich gerne an. Ich hoffe, meine Frau und mein Kind sind kein Problem. Nein, natürlich nicht. Okay, aber wie kommen wir dorthin? Einen kleinen Augenblick. Ronak wird sich schon um ihn kümmern. Hoffe ich jedenfalls. Wie in alten Zeiten. Bitte, lasst mich gehen. Ich bin nicht verrückt. Keine Sorge, du bist frei. Ich danke euch. Ich muss zu meinem Mann. Dem geht's gut. Ihr habt ihn bereits befreit? Er wird dir alles erklären. Wie bitte? Ronak wird sich schon um sie kümmern. Hoffe ich jedenfalls. Ah, wo ist mein Papa? Ah, du bist gleich bei ihm, Kleiner. Na, wenn das keine starken Männer und Frauen sind,
Dann weiß ich auch nicht. Wir? Sagt, Fremde, habt ihr nicht Lust, ein paar Filar zu verdienen? Worum geht es denn? Nun, wir haben ein Problem mit einem Piraten und seiner Crew. Ein Pirat macht euch zu schaffen. Ja, genau. Es handelt sich um Kapitän Mibus Lush, der schlimmste Pirat, der je gelebt hat. Er überfällt ständig die Schiffe, die uns mit wertvollen Gütern versorgen. Dem muss endlich Einhalt geboten werden. Kümmert sich der Clan der Heiligen Krieger nicht darum? Bedauerlicherweise konnte der Clan diesen widerwärtigen Piraten noch nicht zur Strecke bringen, weswegen ich nun selber ein Kopfgeld von 10.000 Filar auf ihn ausgesetzt habe. Hübsche Summe. Ja, aber ihr solltet ihn auch auf keinen Fall unterschätzen. Er und seine Crew sind stark und gerissen. Aber wie sieht es aus? Habt ihr Interesse? Ja, haben wir. Wunderbar. Wenn ihr ihn erledigt habt, komm mit seiner Augenklappe als Beweis unseres Sieges wieder zu mir. Ist denn der Augenklappe etwas Besonderes? Ja, das ist sie. Aber das werdet ihr schon rausfinden, wenn ihr sie in euren Händen haltet. Wo finden wir diesen Piraten Mibus Lush? Das weiß ich nicht. Er fährt mit seinem Schiff die Meere ab. Immer auf der Suche nach seinem nächsten Opfer. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Wer braucht schon Glück, wenn man mächtig ist? Was? Wer wagt es, mich zu stören? So stark sieht er doch gar nicht aus. Ich weiß zwar nicht, wie ihr überhaupt auf mein Schiff gekommen seid, aber das war ein Fehler. Ein schwerer Fehler. Erzähl das deiner Mama, die bestimmt mächtig stolz auf dich ist. Hat der kleine Bubi es zum Massenschlachter geschafft? Ja. Ich werde euch eine Zunge aus dem Maul schneiden, ihr Würmer. Komm und hol dir aus dem Verdienst. Verfluchte Landratten! Also so stark war der Kerl nun auch nicht. Das hätten wir. Die ist verschlossen. Dietrich benutzen. Moment, das habe ich gleich. So, geschafft. Der Dietrich ist aber leider unbrauchbar geworden. Verfluchte Piraten, lasst mich in Ruhe! Wir sind keine Piraten. Na dann seid ihr hier, um mich zu befreien? Sieht wohl danach aus. Einen Moment. Ihr seid doch Vampire, oder? Als Kind der Apokalypse müsstest du es doch lange erkannt haben. Immerhin seid ihr doch jahrelang darauf trainiert worden, Vampire zu erkennen. Ja, aber es schien so, als gäbe es gar keine mehr. Wie du siehst, sind wir lebendig. Mehr oder weniger jedenfalls. Das Imperium der Kinder der Apokalypse ist schon vor langer Zeit zusammengebrochen. Ohne Vampire, keine Kunden. Es scheint, als wären eure Dienste nun wieder gefragt. Zu schade, dass unser Anführer Lord Mandrake dies nicht mehr erleben kann. Wenn du dich da mal nicht irrst. Hier, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Haha, und so haben wir schon wieder ein wenig mehr Unterstützung. Naja, ob es so vernünftig ist, die Kinder der Apokalypse wieder aufzubauen, zweifle ich doch sehr. Fräulein Elaine, ich mache mir ständig Sorgen, Frinja. Sollte lieber etwas pragmatischer werden. Und Herr Asker, ich bin der tollste Seran. Lieber etwas verantwortungsbewusster. Und habt ihr Captain Mibus Lush erledigen können? Ja, hier ist seine Augenklappe. Ihr habt es geschafft! Tatsächlich! Ihr habt es geschafft! Das ist unglaublich! Endlich ist der Geschichte! Wie sieht es mit unserer Belohnung aus? Aber natürlich! Ihr habt euch die 10.000 Filar redlich verdient! Danke vielmals. Nie war ich so glücklich, ein Preisgeld zu vergeben. Jetzt kann ich mich endlich anderen Dingen zuwenden.